Nochmal und jetzt gibt's den Double Suplex von Pascal Spalter. Die Bruderschaft am Boden. Ein Mann hebt zwei Männer aus. Und da gibt's erneut den Tag mit Jack Anderson. Der scheint wieder fit. Close sein, aber kann binär abtauchen. Oh, da gibt's hier. Und der Superkick. Den Diskus-Punch und dann den Superkick. War's das jetzt? Ja, warum pinnt denn jetzt keiner? Was haben sie denn jetzt vor? Ja, vielleicht weniger jubeln. Es geht um eure Titel, Jungs. Ja, warum pinnt er jetzt Jack Anderson nicht? Der Sieg wäre, würde ich mal sagen, seiner. Vielleicht zu siegessicher nach diesem harten Kick, aber ja, es hat dann... Ja, zu lange nicht gewartet. Das wäre sicherlich der Sieg gewesen, aber viel zu lange sich selbst beweihräuchert. Und Pascal Spalter, ja, der ist da draußen ganz wild, feuert hier zusammen mit den Fans Jack Anderson an. Und erneut Pascal Spalter im Ring. Und er haut jetzt hier erstmal Taylor. Da gibt es den Kiss of the Cobra gegen Binarial. Und Pascal Spalter sattelt Binarial auf. Power Slam. Das könnte der Titelwechsel sein. Tatsächlich. Jawohl, das ist der Titelwechsel. Mit dieser doppelten Kombination hier. Mit dem Kiss of the Cobra und dem Running Power Slam. Haben sie es geschafft. Jack Anderson und Pascal Spalter entthronen die Brotherhood of Disordered Souls. Holen sich die ACW Tag Team Title. Ja. Unfassbar hier. Der allererste Titel beim ACW für Pascal Spalter, für den Held der Hauptstadt. Das wird gesagt, er reiht sich hier ein in eine Reihe von super Berliner Wrestlern, die das schon geschafft haben. Und für Jack Anderson nach dem German Title und fast dem Challenge Title jetzt der Tag Team Titel. Und der kann sich ja noch einen Singles Title im September holen. Ja, Wahnsinn. Und ich würde sagen, mit der Feier der Fans und mit der Feier von Pascal Spalter und Jack Anderson verabschieden wir uns bis ACW Doomsday. Am 8. September kommt alle in den ACW Sportpark in Weinheim. Bringt eure Familie mit, bringt eure Freunde mit. Oma, Opa, alles egal. Wir freuen uns auf euch am 8. September zu ACW Doomsday in Weinheim. Im Oktober dann Break the Wall und im Dezember der Jahresabschluss mit Wild Christmas. Alle Events in Weinheim zu lesen auch nochmal auf facebook.com/ACW Pro. Und für dieses Jahr verabschieden wir uns aus der ACW Arena im Julius-Hetterich-Saal Ludwigshafen und freuen uns, euch noch dreimal im Jahr 2018 in Weinheim begrüßen zu dürfen. Das war's. Wir freuen uns. 8. September, nicht vergessen, rot angreifen. Danke, Dirk, für diese schöne Zeit. Und wir hören uns wieder und sagen tschüss, bis dann. Jawohl, macht's gut, tschüss mit es und ciao mit au. Das war Staffel 3. Mein Name ist Alexi.